Ja, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Das jetzt auch wieder mit OBS, aber jetzt richtig konfiguriert. In der letzten Folge war mir das aufgefallen, dass es teilweise ein bisschen zu dunkel war. So, ich starte mal meine Stoppuhr am Smartphone hier. Ich habe die jetzt aber mal auf 25 Minuten gestellt. Ja, ich will ja die Aktivierung auch nutzen, dass man länger als 20 Minuten Videos machen kann. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das weitergeht hier. Haben wir mit ihr gerade in diesen Raum an den Kontrollpunkt. Oh, weiter geht der Spaß. Bisschen Munition und so. So. Ja, das nimmt sich ganz toll auf, eigentlich mit OBS. Wenn ich ein paar richtige Lockpicks finde, kriege ich die Tür vielleicht auf. Ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Lockpick gefunden. Hier sind fünf weitere, weil du in das Trade Revolution gespielt hast. Okay. Ja, ich habe da ja irgendwie diese Add-ons mit da. So. Okay, jetzt kommen wir da also erstmal nicht rein, beziehungsweise schon, nur ich habe in Erinnerung, dass man damit ein bisschen sparsam sein müsste, beziehungsweise, achso, das braucht ein Pick und fünf habe ich bekommen. Ich gucke mich trotzdem erstmal so hier weiter um. Das ist eigentlich ganz nett, dass ich nebenbei jetzt sogar rendern kann beim Aufnehmen, das gefällt mir. Ah, was ist denn jetzt schon wieder los hier? So, das ist halt einfach nur so, ja. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ja, aber vorher möchte ich mich, wie gesagt, umgucken hier. Da geht's anscheinend weiter, storymäßig. Munition für Pistole voll. Ja, ja. Die Rotzgun war eigentlich ganz nett hier, die möchte ich ganz gerne in der Hand haben. Ich sammle einfach ein, was noch nicht und nagelfest ist hier. Soldier's Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Kriege ich hierfür wieder eine Errungenschaft oder wie sieht das aus? Das geht das Ganze zum Fliegen. Quantenmechanik, sagt die kleine Lady. Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewinnen. Nee, den habe ich anscheinend du schon mal gefunden. Ans Militär. Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Schade, ihre Stimme kommt anscheinend irgendwie gerade nicht 3D. Dafür ihre Schritte da aber irgendwie. ja, dann würde ich doch sagen, benutzen wir hier so ein Lockpick, weil wir haben sie ja. Haben wir bestimmt nettes Zeug da drin. Hilf mir mal mit dem Schloss. Mal schauen. Knack mal die Bude. Bitteschön. Ja, yeah, cool. Bewegt sich immer noch so verdammt schnell alles hier. Muss ich das tatsächlich ganz runterstellen, ja? Mausempfindlichkeit. Jetzt ist es grausam schlecht. Mal gucken. So einen kleinen Ticken hochstellen. Ich habe Geld gefunden. Ja. Bedarf? Ja, hier. Immer her damit. Cool. So, was können wir da machen? Ach so. Schildkapazität, erhöht die Salzkapazität. Ja, ich bin erstmal noch für Schild. Gut. Erstmal Schild.
Aber irgendwie, jetzt ist es mir doch ein Ticken zu wenig. Mal gucken. Lässt sich anscheinend ein bisschen doof einstellen. Tja. Ja, mal gucken, ob wir damit leben können im weiteren Verlauf. Ist halt nicht so schön, glaube ich, auch anzusehen in der Aufnahme, wenn er sich hier so dreht, oder? Was ist, wenn uns jemand hier findet? Dann sagen wir, wir suchen nur die Toiletten. Es ist allerdings tatsächlich zu wenig. Na, mal gucken. Und das klappt? Normalerweise nicht. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade so eine super Hyper-Gaming-Maus irgendwas bringt oder nicht. Karabiner, oh yeah. Mag ich doch viel mehr sowas. Hey! Als diese. Kriegst du es auf? Das dürfte schnell gehen. Ja, dann hau mal rein. So. Da gab es dann Karabiner-Dings gleich wieder zurück, da den Lockpick. Maschinengewehr will ich nicht. Box davon. J. Die Zeit im Comstock House war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Tja, dann würde ich sagen, geht's weiter hier. Gerade noch nebenbei im Hintergrund rendern lassen von Migai, was jetzt anscheinend nicht so doll gestört hat. Ist jetzt nicht die tollste FPS dabei gewesen, aber brauchbar. Versuchen Sie es aufzudrücken. Ja, dann gucken wir mal hier. Stück Kaffee nebenbei. Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ich würde ja glatt vermuten, hier geht gleich mal richtig die Post wieder ab, ja? Salzautomat, weiß ich nicht, braucht man glaube ich nicht. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Ja. Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Aha, ich erinnere mich, sollen das war. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? Ja, ich bin für Umsehen. An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Fürchtet euch nicht, brave Bürgerkollegen. Der wahre Patriot hat vom Sonnenblick nichts zu befürchten. Okay. Oh, das gab eine Errungenschaft. 34 von 37, Tourist. Hehehehe. Moin. Hot Dogs! Heiße Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys, Dogs für Girls und für alles dazwischen. Heiß, brandheiß, hier gibt's Hot Dogs! Was gibt man kleinen Patrioten? Was ist patriotischer als ein Hot Dog? Siehst du? Okay. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein... Tja. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Habe ich den jetzt beklaut, oder was? Scheint so. Kann ich die nochmal abspielen? Ja. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten.
Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Scheint mir noch ein bisschen buggy zu sein immer noch. Ja, er sitzt hier in der Luft, ja. Oi. Ihr Schweine, ey. Ihr spinnt ja wohl, wa? Vergiss nicht, deine Kräfte einzusetzen. Ja, ja. Ist ja gut. Ich habe Geld gefunden. Ja, dann gib mal her hier. Das haben die cool gemacht. Gut so. Geil. Dass er das so fängt. Hier geht's nicht rein anscheinend. Okay, dann laufen wir hier oben lang. Hier gibt's was. Munition. Coole Figur. Also erst HLG oder C nehmen, um mich zu ducken. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss im Moment. Absolut nicht. Bist du ein Schlauchkopf? Ja. Ich würde sagen, da komme ich nicht rein. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal hier oben lang. Das war, glaube ich, die Treppe von dort eben. Das heißt, hier oben kann man sich nochmal umgucken. Und Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Aufpassen, das ist Story, soweit ich mich erinnere. Euer fliegt aus der Hand. Ein wichtiger Punkt. Hier drin wird geschillt anscheinend, ja. Auch schön. Gibt's hier irgendwas zu holen? Ja, hier. Ein Boxophon. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das dastand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich lang muss. Und ich erinnere mich an diese Stelle hier, dass ich da schon mal gehangen habe. Es kann sein, dass ich hier dicke Überlänge jetzt aufnehmen muss. Warum sitzen die alle auf dem Boden, wenn es hier Bänke gibt? Wir müssen diese Gondel holen, irgendwann, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Na, dann versuchen wir das mal. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier! Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Passt ja mal. Oh, das denke ich ist ein Kontrollpunkt. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Ja, ja. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen. Handelt für euren Propheten. Glaube nicht. Handelt. Oh. Genau, hier gibt es nämlich Geld. Aber hier war ich drin, ne? Ja.
Also müssen wir irgendwie hier lang, gehe ich mal davon aus. Irgendwie konnte man auch was drücken und dann hat er einem den Weg gezeigt oder die Wege, die möglich sind. Schießeisenkopie. Boah, was ist das denn? Oh nee, das mag ich nicht. Gib mir mal die Schrotflinte zurück, die war schöner. Hier, gut aufheben. Ja, immer her damit. Habe ich das übersehen? Danke. Er dreht sich wieder zur Wand. Hätte auch da bleiben können. Weiß ich nicht, ob das programmiertechnisch vielleicht möglich wäre. Da geht das Gemecker schon wieder los. Kleinigkeiten. Lockpick. Hier geht's nicht zufällig weiter, oder? Anscheinend nicht. Ja. Ich weiß nicht, war das V drücken oder so? Habe ich dieses da. Und hier geht es ja jetzt nicht weiter. Hier war nur dieser Schalter, ne? Ja, genau. Das brachte mir ja nichts. Ich muss wohl irgendwie zurücklaufen erstmal, scheint mir. Hall of Heroes, da ist es irgendwie ausgeschildert. Also irgendwie hier lang. Schauen wir mal. Verstecken ist zwecklos! Gib dir die Post ab. Jag die Ratte da raus! Ich töte dich! Ja. Geht hier die Post ab. Wer tötet hier wen? Erzähl nicht sowas. Tja. Nachladen, ja, können wir ja mal tun. Wäre definitiv eine Option. Ja, irgendwie waren wir hier eigentlich schon, ne? Hall of Heroes, bis ja. Auf weiteres geschlossen. Okay. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Das ist nur die Frage, ist hier noch irgendwas oder kam ich hierher oder was ist da los? Das ist das Irritierende hier. Ich meine, von hier kämen wir, oder? Ja. Ja, wenn wir in die Schlange stehen müssen, ist das ja ganz gut. Ich hoffe nur, dass wir einen Kontrollpunkt erreichen. Wir haben noch so etwas über 6 Minuten. Knapp 7. Für ca. 20 Minuten. Mal ein bisschen Überlänge habe ich nichts dagegen. Das soll ja auch ruhig so sein. Aber viel weiter überziehen möchte ich halt auch nicht, weil, ja, wer guckt sich denn hier einen Teil an über eine halbe Stunde? Also, ich persönlich mag das nicht so. 25 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Ja, zum Teufel! Stimmt etwas nicht? Nein, geht schon. Nun? Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ja, dann untersuch mal. Ich hab doch gedrückt. Eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger.
Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaub nicht. Aber da... da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn! Ich versuch's ja! Schließ ihn! Ups. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber... mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Da hat er gerade gespeichert. Glaub mir. Bitte, Profil ganz wie Sie meinen. Wenn ich jetzt sage, ich probiere das mal. Wenn das da oben steht, ob das jetzt hier gerade der Kontrollpunkt war, das will ich doch schwer hoffen, weil dann kann ich hier erstmal Schluss machen. Theoretisch. Ja, das sieht doch gut aus. Also doch nicht die Schrift oben in der Mitte unbedingt, sondern oben rechts. Profilspeicher, aber da kam ja gerade Text oben in der Mitte. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Teil. Und hoffe, dass das hier jetzt natürlich so wie auch Wing Commander Saga mit der richtigen Farbe kommt, also mit den richtigen Graustufen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ist halt echt cool, das Spiel, wie ich finde. Und ja. Bis dann.